gehen heute auf das 4-Minitore-Spiel ein. Das ist zentraler Bestandteil der Ausbildung bei uns im Verein, sowohl von der F-Jugend beginnend bis zum Profibereich. Hier wird es mindestens zweimal in der Woche gespielt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze eben altersgerecht anpassen kann. Das werdet ihr dann nachher dann im Film aufbereitet sehen. Im Laufe der Zeit, und da haben wir heute schon einfach sehr viel Erfahrung damit, ist es ein hocheffektives Spiel. Zum einen zur Verbesserung der Offensivtechniken, wie Passspiel, wie die Ballan- und Mitnahme. Und das Ganze noch unter erschwerten Bedingungen. Das heißt, ich habe einen Gegner dabei, ich habe einen Raumdruck dabei, ich habe einen Zeitdruck dabei und das Ganze ist spielnah. Das heißt, ich verbessere die Handlungsschnelligkeit, die Antizipation, die Entscheidungsschnelligkeit und vieles mehr, was ich dann im Spiel 11 gegen 11 oder im Jugendbereich schon auch auf kleineren Spielfeldern brauche. Im Film bekommt ihr Bausteine an die Hand, mit denen ihr euer eigenes 4-Minitore-Spiel gestalten könnt. Ich kann über die Spieleranzahl bis hin zur Kontaktbegrenzung, bis hin zum Aufbau des Spielfelds, das heißt, wie groß ist es, wird es horizontal aufgebaut, wird es vertikal aufgebaut, verschiedene Möglichkeiten oder Bausteine an die Hand nehmen, um das genau auf meine Mannschaft, genau auf meine Spieleranzahl, genau auf meine Klassenzugehörigkeit anzupassen. Das heißt, ich kann es, egal ob im Profibereich oder in den niedrigsten Herrenklassen oder im Jugendbereich von der F-Jugend bis zur A-Jugend, komplett umsetzen, ohne Probleme zu bekommen.